Endlich, es ist soweit. Fashion Star ist zurück. Gemeinsam mit Piqueur Escadron sind wir auch 2020 wieder auf der Suche nach den Fashion Stars im Reitsport. Unsere vier Kandidatinnen Hella, Julia, Sarah und Selina shoppen bei Lösdau um die Wette. Turnierreiter Jens Hilbert, unser Juror, ist gespannt, wer von ihnen siegen wird. Welcome to Fashion Star. Mein Name ist Jens Hilbert und ich freue mich riesig, euch zur dritten Staffel begrüßen zu dürfen. Der Zuspruch war riesig. Die Bewerber dieser Staffel noch viel toller, das ging schon fast gar nicht mehr. Wir haben ein tolles Motto und eine richtig coole Kollektion in den Flagship-Stores von Lösdau, unserem Partner. Piqueur Escadron, mega coole Produkte. Und der Hilbert hat gleich in der ersten Sendung komplett versagt, weil Actic Blue, ich habe farbeblind, wie ich bin, lila gesehen. Also ihr werdet mords den Spaß haben mit unserer ersten Teilnehmerin, der Hella, Fashion Star. Und das ist unsere erste Kandidatin. Gollum hat in Hellas Leben ordentlich Farbe gebracht. Sein Name der reinste Widerspruch. Der Palomino ist eher ein Barbie-Pferd als ein hässlicher Hobbit. Die beiden sind zusammen erwachsen geworden. Doch den jugendlichen Leichtsinn haben sie nie verloren. Spaß steht für das Dreamteam aus Oldenburg im Vordergrund. Den haben sie immer. Am meisten beim Springen. Auch wenn sie da gerne mal den Kopf verlieren und übermütig werden. In Gollum hat die Abiturientin ihren besten Freund gefunden, der ihre Energie teilt, aber es auch vermag, sie zu erden. Wie bunt es beim Shoppen zugehen wird, das sehen wir jetzt. Ihr Kumpel Tom glaubt auf alle Fälle an Hella. Ich bin Tom und Hella wird Fashion Star, weil sie auf Turnieren immer das schönste und herausstechendste Outfit hat. Mit 600 Euro ins Shoppingglück bei Lösdau in Lehrte. Das muss sich Hella gut einteilen, damit sie ein schönes Outfit für sich und ihren Gollum findet. Doch bevor das Geld ausgegeben werden darf, steht noch eine wichtige Entscheidung an. Hella muss wählen. Entscheidet sie sich für das Geschenk in der Blackbox, hat sie nur 15 Minuten fürs Shoppen. Verzichtet sie dagegen auf das Geschenk, darf sie 5 Minuten länger shoppen und hat ganze 20 Minuten Zeit. Lieber mehr Zeit oder lieber ein Überraschungsteil? Na Hella, entscheide dich jetzt! Hey, ich weiß es nicht, kannst du sagen. Oh, die Hella, wie süß die ist. Lass mit. Mit ihm? Dann haben wir schon mal einen Teil, ja. Okay, dann nehmen wir das jetzt. Aber wenn das mir gar nicht gefällt. Ist das Risiko, ne? Aber okay, dann machen wir das jetzt einmal. Dann haben wir schon mal einen Teil. Was ist da drin? Hä, was ist das? Ach, Schuhe! Ah, okay. Ah, okay, nice. Okay, die sind gut. Das It-Piece. Die sind richtig gut. Das hätte ich auch gerne. Was müssen wir jetzt machen? In 15 Minuten das perfekte Outfit finden. Aber erst braucht ihr noch das Motto. Tom, nicht dagegen rennen. Ach so, da hinten geht's hin. Scheiße. Okay, wo ist die Schleife? Ich stehe die Schuhe hier hin. Okay. Wir dürfen auch Sachen anheben. Okay, wo ist irgendwo wohl die goldene Turnierschleife versteckt? Okay, hier. Hast du die schon? Ich würde Bescheid sagen, wenn ich sie hätte. Es fällt schon alles runter. Hella, also die Action gefällt mir schon mal. Vollgas, Gas, 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 Chaka! Total. Sag mal, Tom, welches Motto wäre denn der Horror für Hella? Der Horror? Schlicht, würde ich sagen, weil sie mir gesagt hat, schlicht würde sie am wenigsten wollen, weil sie das langweilig findet. Und was ist ihre größte Stärke? Größte Stärke? Selbstlosigkeit. Weil sie immer mehr auf andere Leute Acht gibt als auf sich selber. Was passiert, wenn Hella gestresst ist? Sie kriegt Stressflecken, aber Hella, ja, wie merkt man das noch? Sie schreit rum und ruft rum. Scheiße, ich finde die Kacke nicht. Ich auch nicht. Kacke? Sie meinte bestimmt Kaki, aber die Schleife ist doch golden. In den Schuhen irgendwo. Aber hey, ein bisschen mehr Organisation hier, ne? Hey Tom, bitte find sie jetzt. Hey, so langsam drängt die Zeit. Wand, hattest du alle an der Wand? Die hatten wir. Scheiße. Scheiße? Keine Ahnung. Sie meinte bestimmt Schleife. Hey, Tom, hier warst du doch überall schon, oder? Ja, eigentlich schon. Wir finden die halt nicht. Hella, nicht aufgeben. Wir machen hier so ein Mess. Hä, ist es hier warm? Ist es hier warm, oder? Da guck mal in die Hosen einfach rein. Hier, ich hab sie, ich hab sie. Oh mein Gott, warum war ich da und habt ihr nicht gesehen?
Okay, Fashionstar. Steht das hinten? Ne, hier. Jeansstar. Was steht Kriege rein da? Kriege rein Denim Look. Oh, okay. Ah, okay. Jeans, Jeans, hier sind dann wir schon bei Jeans. Die hier ist nice, okay. Ja. Die ist auch gut. Denim ist ja eigentlich immer so Jeans. Okay, ich nehme jetzt erstmal mehrere. Und ich finde das sowieso gut, wenn wir das im Reitsport ein bisschen mehr integrieren. Wenn wir bald so coole Jeans-Reithosen haben mit so ein paar Löchern drin, dass die mega stylisch aussehen, die Girls. Und die Jungs natürlich auch, da muss ich wahrscheinlich mal wieder der Vorreiter sein und das Ding anziehen. Ja, Hose dann, ne? Ja, dann nimm die Hose, ja. Was ist das für eine Größe? Ja, ich guck dann weiter nach anderen noch Sachen. Noch 10 Minuten und bisher noch kein einziges Teil. Ja, los, mal, Ella! Ich guck mal, ob das zu den Schuhen passt. Ich weiß nicht, ob die Farbe zu den Schuhen passt. Sonst ja, hol die Schuhe mal her. Schlichte Grau hol die gleich mal noch. Wo sind die denn? Was? Wo hast du die haben hier in die Mitte gestellt. Oh, wow. Also ich würde nicht dieses Pink nehmen, das passt meiner Meinung nach nicht ganz so, oder was das für eine Farbe ist. Vielleicht dieses, diese blaue. Altrosa war übrigens auch mein Eingangsbereich in meinem alten Haus gestrichen. Ich bin nämlich viel spießiger, als man denkt, wie man sieht. Ist klar, Jens, du kleiner Spießer. Zieh mal die Schuhe da schon mal so an, mal gucken, wie die aussehen, ob das zusammenpasst. Ja, und du schaust jetzt mal nach. Willst du eine auch in Blau oder wollen wir dann eine andere Farbe nehmen? Ja, Denim was ist ja Jeans eigentlich, ne? Ja, aber oh, hier ist alles Schabracken in Jeansfarbe. Schau einfach nach irgendwas Bunten. Kann ja auch knallig sein. Nee, das muss schon dazu passen. Ich würde irgendwie hellblau oder dunkelblau nehmen. Stress mich hier ich bring so mal beide mit. Ich kann hier nicht in der und noch eine Hand weiße. Irgendwas in der Farbe? Ja, wenn überhaupt sowas. Wenn sowas. Das sieht ja eigentlich ganz schön aus. Gibt's dazu auch nein, zu langweilig. Mach's cooler. Ja, aber nicht so eine Hella, ich erwarte viel von dir. Du bist die Erste in dieser Woche. Du musst Vollgas geben, weil normalerweise orientieren sich dann die anderen Konkurrenten an der Ersten. Oh, die ist nice. Die ist richtig ja, nice. Ja, guck dir an. Ich guck weiter. Brauchst du eine Decke? Ja, eine Decke. Gut. Die oder die? Ich weiß es nicht. Oh, die unten, die sieht nach Star Trek Voyager aus. Ready for Takeoff. Wir fliegen einmal zum Mars mit unserem Pony. Okay, ich brauche halt noch ein Oberteil. Ich muss jetzt erstmal kurz ein Oberteil suchen mit dieser Hose in der Hand. Naja. Oh, das ist eine Eskaton-Schabracke, diese lila glänzend. Alter Vater. Und ich dachte schon, ich wäre High Fashion, wenn ich zum Turnier war. Guck mal da. Moment mal. Können wir uns die Schabracke noch mal ansehen? Stellen wir fest, für Jens ist hellblau das neue Lila. Das nehmen wir auf jeden Fall schon mal. Das finde ich richtig schick. Ja, die liegen da vor der Tür. Oder vor den Dingsens. Was ist denn die größte Herausforderung bei Fashion Star? Die größte Herausforderung ist gerade alles zu bedenken und nichts zu vergessen, weil sind viele Dinge und ich renne mich auch nicht so gut mit Pferden aus und deshalb macht es noch komplizierter. Marengalopp, Busy Piaf Passage. Galopp, Galopp, Hoppi, Galopp. Ich hab die Decke, ich hab die Decke. Hast du irgendein Oberteil oder so? Egal, ich nehme einfach irgendwas. Hier so eine, das passt doch zu der Hose, oder? Das sieht eigentlich. Oder ein Pulli. Die joggt hier die ganze Zeit durch die Gegend. Was ist denn hier los? Wann haben wir denn mal ein Outfit? Hier gibt's irgendwie keine T-Shirts. Hella? Ja, was? Einfach was ein pinkes. Ein türkisenes T-Shirt in oder dieser Farbe. Oder ein und noch dieses Halfter. Hallo, das T-Shirt hat die gleiche Farbe wie seine Gesichtsfarbe. Nein, 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 nein. Gut. Das muss jetzt zu blau passen, nicht? Das hier. Hella, das hier. Ja, Bandagen. Hast du, wie sehen Bandagen aus? Sind das diese ja, das Rollding sind diese Dinger für die Beine. Die man umrollt? Ja. Weiß? Ja. Hier. Nein, 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 egal, nein, nein. Jetzt ist es zu spät. Nicht in weiß, in blau. Ja, dann hol blau. Ich muss erst mal gucken, was die kosten. 370. Hä? Ja, wir können auch nicht mehr, Hella. Okay, warte. Zieh dich jetzt nicht an. Nicht mehr? Oh, ich wollte noch die hier. Die sehen schön dazu aus, bitte. Oder geht das nicht? Bitte? Nein. Soll ich aus meinem Geld bezahlen? Ich habe kein Oberteil. Doch, du hast das T-Shirt. Du ziehst einfach das T-Shirt an. Mal, zieh dich jetzt an, Hella. Das nimmst du. Hier das T-Shirt. Zack, zack. Ich habe dir ein T-Shirt rausgesucht. Nee, das habe ich nicht da drin. Hier das muss es da liegen irgendwo. Passt das? Ja. Die Hose ist gut. Drei, oder? Zwei, eins, ja. Vorbei. Das war's. Alter, ich kann Gott, nicht mehr. Ich kann auch nicht mehr. Geschafft. Okay, ich hoffe, ich habe gut gerechnet, aber es müsste auf den Euro genau. Echt? Auch mit diesem Oberteil, was ich noch nicht mal anprobiert habe? Naja. Wird schon passen. Naja, ne? Wir haben keinen Strick, aber egal.
Ich halte das Pferd einfach und begleite dich. Das okay. Tom, du bist einfach ein echter Gentleman. Am Anfang war ich auch noch ein bisschen gelassener. So richtig entspannt, ja, wir kriegen das ganz locker, easy hin. Ne? Und ich die ganze Zeit so richtig hektisch so, oh mein Gott, das wird richtig schlimm werden. Und jetzt war es einfach richtig schlimm. Aber ich bin einfach nur mega happy, dass ihr also jetzt... Also ich bin auch überrascht nach den ersten 10 Minuten, dachte ich. Also dafür, dass er nicht wusste, was Bandagen sind, haben sie jetzt doch einen ganz großen Berg voll Sachen zusammengebracht. Du hättest ja die dunklen auch mitnehmen können. Aber ich finde, das passt auch. Das passt. Weiß und hellblau passt gut zusammen. Weiß und hellblau passt gut. Die Schuhe, das Geile ist ja, die Schuhe stechen jetzt auch noch so ein bisschen raus. Ja. So. Das ist das It-Piece so ein bisschen. Und dann ja, bin ich auch froh, dass wir die genommen haben. Das ist auch noch cool. Hat Gollum dann auch noch eine Mütze. Ja. Ja, nice. Okay, das war's. Du bist nicht rot. Ich weiß. Oh, das war so anstrengend. Und jetzt zeig uns mal deinen gesamten Look, Hella. Wie sieht dein Geschenk, die Cheval Deluxe Stiefeletten zu deiner Piqueur Denim aus? Und jetzt noch die Oberteile. Knapp 310 Euro hat Hella für ihr Outfit ausgegeben. Und wie hat es dir gefallen? Es war sehr anstrengend, muss ich sagen. Es hat mega viel Spaß gemacht, aber man war irgendwie richtig im Stress, weil es echt eine mega kurze Zeit ist. Aber es hat einfach mega viel Spaß gemacht und jetzt das Endergebnis, ich bin richtig, richtig zufrieden. Und, ja. Und was ist dein Lieblingsteil? Ich glaube, das Head von Gollum, also was er dann tragen wird, das gefällt mir am meisten, weil mir die Farbe einfach so gut gefällt. Gollum glitzert und glänzt in hellblau. Die Eskadron-Bandagen strahlen in weiß. Das Halfter glitzert wie Gollums Mützchen. Nur noch 45 Cent hat Hella übrig. Gut gerechnet. Ist das der perfekte Denim-Look von Piqueur und Eskadron? Hella hat gut vorgelegt. Mal sehen, ob die anderen Mädels diesen Denim-Look noch toppen können. Julia hat als Erste die Chance dazu. War die Hella und der Tom nicht, waren die nicht richtig cool? Richtig Action schon in der Bude? Das verspricht mehr für die nächsten Folgen. In der nächsten Folge wird's bunt, bunter Regenbogen, mein kleines Pony. Ich hätte nie gedacht, dass es bei Piqueur Eskadron solch krasse Farben gibt. Julia, unsere Pretty Woman, verspricht mehr. Seid gespannt. Fashion Star.